Bayern 1, 18 Uhr. Die Nachrichten. Gesundheitsminister Lauterbach rechnet mit schwerer fünfter Corona-Welle. CDU-Mitglieder wollen mehrheitlich Merz als Parteichef. Kommission legt Abschlussbericht zur Bremer Klimastrategie vor. Das Wetter dicht bewölkt, hier und da leichter Sprühregen, noch bis 8 Grad. Bremen 1, 15 Uhr. Die Nachrichten. Scholz verspricht Baltenländern militärische Unterstützung. Polizei in Nordhessen meldet 2 Tote durch Schüsse in Lebensmittelmarkt. EU einigt sich auf Standard bei Handy-Ladebuchsen. Das Wetter windig bewölkt und etwas Regen bis 20 Grad.